Also wirklich noch die große Frage, was kann daraus wirklich werden? Das Spannendste ist sicher die Logik der Dezentralisierung. Also die Möglichkeit, dass wir ohne staatliche Zentralkontrolle, aber auch ohne private Monopole beispielsweise Zertifikate herstellen können. Ich kann mir vorstellen, wir haben beispielsweise im Lebensmittelbereich die Frage von Rohstoffimporten und Exporten, eine nahtlose Dokumentation der Produktionskette. Das wäre eine sehr spannende Entwicklung.